Du möchtest dich selbstständig nicht machen oder bist es vielleicht und überlegst, was kannst du noch an öffentlichen Fördermitteln nutzen, um deine Unternehmung erfolgreich aufzubauen? Nun, dann bist du hier richtig. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Ja, und wir helfen jedes Jahr dabei, unseren Gründern, Unternehmern, den Kapitänen ihre Schiffe zusammenzubauen und natürlich auch die besten Ressourcen zusammenzutragen. Meine Aufgabe ist also heute, dir zu zeigen, wie du gratis Geld vom Staat bekommst, also öffentliche Zuschüsse, die im günstigsten Fall entweder nicht rückzahlbar sind oder Subventionen für dich darstellen. Nun kommen wir nur zum Ersten. Und das Wichtigste vielleicht ist, deine sogenannten Lebenshaltungskosten, abgekürzt mit LHK. Wichtig ist für dich zu wissen, egal ob du ALG 1 hast und den sogenannten Gründungszuschuss beantragen möchtest oder ob du aus ALG 2 deine sogenannten Zuschüsse für Lebenshaltungskosten, Miete, Unterkunft und auch für deine Krankenversicherung bekommst, das ist in der Regel auch Geld, was nicht rückzahlbar ist. Die einzige Ausnahme ist beim ALG 2, dass wenn du über 100 Euro Gewinn im Monat kommst, dass du dann den 101. Euro nach dem Ablauf von 6 Monaten zurückzahlst. Ansonsten gibt es hier wunderbares Geld über 6 Monate bis sogar 36 Monate für deine Lebenshaltungskosten als Zuschuss. Das Zweite, was für dich gratis sein kann, das ist zum Beispiel, wenn du auch ALG 1 oder 2 hast, dass du dir Beratungskosten, Fördermittel als Zuschuss holst. Das kann also locker mal 2.000 bis 3.000 Euro Zuschuss sein für 60 bis 80 Beratungsstunden, die du bekommst. Vorausgesetzt, du hast ALG 1, ALG 2. Zu all diesen drei Fällen habe ich gesonderte Filme gemacht, auf die ich auch hier gerne im Kanal verweise. Kommen wir zum nächsten Punkt. Du möchtest beispielsweise ein Produkt entwickeln, also eine Firma gründen, die was Innovatives macht, die ein neues Produkt entwickelt. Auch hierfür gibt es sogenannte Innovationsförderprogramme. Zum Beispiel gibt es hier in Berlin das Programm Profit, Frühphasenfinanzierung. Aber auch in deinem Bundesland, egal wo du sitzt, gibt es ähnliche Programme. Und da ist es nicht selten so, dass du zwischen 50.000 bis 150.000 Euro Zuschüsse bekommen kannst. Solltest du sogar ein großes Vorhaben auf der Agenda haben, beispielsweise millionenschwere Investitionen haben. Nun, da gibt es für Innovation auch das KMU-Instrument. Das läuft über die Europäische Union, über nationale Kontaktstellen, über das Internet, KMU-Instrument. Und da gibt es sozusagen einmal 50.000 Euro Zuschuss und dann in der zweiten Phase sogar bis 2,5 Millionen Euro Zuschuss für die Entwicklung deines Vorhabens. Und das kannst du inzwischen seit einigen Jahren auch als Einzelperson beantragen. Früher musste dort ein Konsortium von mehreren Unternehmen Antragsteller sein. Kommen wir nur zum nächsten Zuschuss vom Staat, was es so an öffentlichen Förderprogrammen gibt. Zum Beispiel, wenn du dein Patent anmelden willst, dann gibt es auch hier für die Patentanmeldung einen Zuschuss von 50%. Das Gleiche gilt auch, wenn du dich für Messen international aufstellen willst, gibt es auch hier Zuschüsse von 50% der Kosten. Hast du nun ein Innovationsprogramm, willst du dich an einem Risikovorhaben beteiligen, da gibt es auch für Risikokapitalgeber, also Venture Capital, Privatkapital, gibt es auch Zuschüsse von 50%. Wenn du dich beispielsweise einer Firma mit 100.000 beteiligst, kommen nochmal 100.000 hinzu. Nun, dann möchtest du nun Personal einstellen. Das heißt also Langzeitarbeitslose oder schwer vermittelbare oder Menschen mit Behinderung, die werden bevorzugt gefördert mit 10 bis maximal 75%. Das kannst du mit dem Arbeitgeberservice bei dir in deiner Region von der Agentur für Arbeit durchsprechen, was dann individuell für einen Mitarbeiter gefördert werden kann. Für Mitarbeiter gibt es aber auch das Programm GRW oder GA. Das ist ein Programm zur Unterstützung der regionalen Wirtschaft. Wenn deine Absätze überregional geplant sind und du Investitionen planst, aber auch Leistungsträger, Experten, Fachpersonal, Meister einstellst, dann gibt es tatsächlich auch für Meisterstellen Zuschüsse in der Regel so zwischen 50.000 bis 100.000, also um die 80.000 Euro. Da musst du genau in deinem Programm regional nachgucken, wo dein Postleitzahlgebiet ist, der Betriebssitz deines Unternehmens, denn diese Mittel werden in der Regel nach den Regionen, nach den Gebieten vergeben.
Ein weiteres Förderprogramm ist, wenn du ein Unternehmen bist in Schwierigkeiten oder ein junges Unternehmen oder ein Bestandsunternehmen, was wächst, nun, dann kannst du über das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, also BAFA abgekürzt, auch Zuschüsse holen für die Unternehmensberatung. Und das gar nicht so wenig. Wir haben das mal hochgerechnet. Also ein Unternehmer kann bis zu 6-mal Zuschüsse bekommen in der Höhe von ca. 20.000 Euro Beratungsvolumen. Und da können zwischen 50% bis 90% gefördert werden, je nach Lage deines, also Sitz deines Unternehmens und momentanen Zustand. Es gibt natürlich noch viele weitere Förderprogramme, wo Zuschüsse gratis Geld vom Staat ist. Beispielsweise für Investitionen gibt es auch nach dem SGB-II-Gesetz, also für all die Menschen, die im Jobcenter-Situation Abhängigkeiten ALG-II sind, gibt es auch bis zu 10.000 Euro Zuschüsse für Investitionen, Betriebsmittel oder wenn du als Unternehmer mal in Schwierigkeiten kommst oder eine Schufa hast, dann gibt es da auch Investitionszuschüsse auf kleinen Rahmen. Und das, was wir nicht vergessen wollen, dass die ganzen Förderprogramme, die Darlehen geben, das heißt also für dich zwar rückzahlbar sind, dass die auch gefördert werden. Und zwar auf 3 Arten. Die erste Art ist, dass dir für viele Förderprogramme auch die Bürgschaft gegeben wird. Die wird also gleich mitgegeben. Die musst du normalerweise teuer einkaufen oder beispielsweise selbst als Sicherheiten reinbringen. Das heißt also, fast alle öffentlichen Darlehen werden subventioniert, meistens kostenfrei mit der Bürgschaftsbank oder über die KfW. Der zweite Vorteil ist bei öffentlichen Darlehen, dass der Zinssatz reduziert wird. Dass du normalerweise als Gründer mit keiner Vergangenheit, keiner BWA, keinen 3-Jahres-Abschlüssen, dass du normalerweise ein sehr hohes Risiko für die Bank darstellst. Und normalerweise wird ein hohes Risiko auch bestraft, belohnt wie auch immer mit hohen Zinssätzen, weil der Ausfall sehr wahrscheinlich ist. Und diese hohen Zinssätze werden wiederum subventioniert, sodass sie vielleicht doch nur auf 4, 3, 2% runtergehen. Und diese Differenz des Risikos, nun, das wird auch bezuschusst vom Staat, in der Regel über die Landesbanken oder über die KfW-Bank. Nun, der dritte Vorteil ist, dass wenn du ein öffentliches Darlehen aufnimmst oder Beteiligungskapital einsammelst, dass du eine tilgungsfreie Zeit hast von 1, 2 bis zu 7 Jahre. Das heißt, du zahlst nur Zinsen, manchmal nur 1%, 2% und dann hast du eine recht lange tilgungsfreie Zeit, die dein Unternehmen auch fördert im Rahmen der Liquidität. Also es gibt insgesamt 13.000 Förderprogramme und viele Möglichkeiten gibt es jetzt für dich auch dort Gratisgelder oder Zuschüsse oder Subventionen zu erhalten. Wie ist nun die richtige Vorgehensweise? Also bitte frag uns nicht oder andere Fördermittelberater danach, wo ist Geld, was weg muss, sondern die erste Aufgabe liegt erstmal bei dir, dir Gedanken zu machen, was brauchst du, um dein Unternehmen zu starten, Proof of Concept abzuschließen, was brauchst du als Markteintritt, was brauchst du, um dann die Anlaufkosten auch zu finanzieren, bis du dann Break-Even und Tragfähigkeit erreicht hast. Du brauchst also erstmal einen Finanzplan. Du findest hier im Kanal ein entsprechendes Video, wie du diesen Finanzplan erstellst oder du kannst auch mit einem Gutschein, der gleich eingeblendet wird, ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren und dann helfen wir dir und wir unterstützen dich auch bei der Beantragung dieser und aller anderen Förderprogramme. Ich wünsche dir viel Erfolg, empfehle uns gern weiter und abonniere auch den Kanal. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.